Guten Abend. Noch einmal und noch einmal und noch einmal. Der erste FC Saarbrücken hat schon wieder gegen einen Bundesligisten gewonnen und steht als erster Viertligist überhaupt im DFB-Pokal-Halbfinale. Held des Spiels des Jahres für immer, Torhüter Daniel Batz. 5 Elfmeter hat er gestern Abend abgewehrt. Frank Rundhefer über ein Spiel, das nicht nur emotional bei ihm nachwirkt. Den Ringfinger hat's übel erwischt. Ja. Der wächst vor sich hin, sagen wir es mal so. Ja, tut schon weh. Ja. Aber der Schmerz ist der Preis, den er gerne bezahlt. Locker läuft er an, schießt und Batzelt! Batzelt! Saarbrücken steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Geschichtsbücher des deutschen Fußballs erhalten einen neuen Eintrag. Und der Held heißt Daniel Batz. Total irre. Ich denke, meine Reaktion war auch nicht gerade ganz plausibel und so mir entsprechend normalerweise, aber ich bin komplett durchgedreht. Es ist echt schwierig in Worte zu fassen. Es ist einfach ein unfassbares Glücksgefühl. Und gleich fünfmal heißt es. Und Batz hat ihn! Im Elfmeterschießen erwischt's den Finger. Aber Batz hält. 5 Elfer in einem Spiel. Seit Beginn der Datenerfassung hat es das noch nicht gegeben. Der Torwart und der Viertligist schreiben Geschichte. Halbfinale. Das war einfach, ja, surreal. Es ist immer noch surreal. Ich bin auch noch, denke ich, ein bisschen brauchen, um das ganz zu verarbeiten. Ein magischer Abend. Eine kurze Nacht, in der auch Daniel Batz Handy nicht mehr zur Ruhe kommt. Manche Dinge sind ein bisschen brutal, was die Leute da sich ausdenken im Netz. Das, ja, man freut einen natürlich, wenn sein Name so oft da drin ist, aber es ist auch, ehrlich gesagt, ein bisschen unangenehm, so viel Aufmerksamkeit. Ja, das ist geil. Das. Batz, auch schon vor dem Elfmeterschießen der Rückhalt einer Mannschaft, die als echtes Team auftritt. Nicht nur auf dem Platz. Ja, ich denke, es ist nur noch ein Schritt bis Berlin. Ich denke, es ist einfach alles möglich. Ich denke, jeder, der jetzt zu uns kommt oder gegen den wir spielen, die sind nicht gerade froh mit der Rolle dann. Und der Gegner im Halbfinale, er sollte sich wohl besser nicht auf ein Elfmeterschießen einlassen. Denn der Held heißt Daniel Batz. Saarbrücken, der Pokalschreck. Möglicher Halbfinalgegner, das sind schon mal die Bayern. Im Moment spielt Leverkusen gegen Union Berlin und später dann Frankfurt gegen Bremen. Die Halbfinalbegegnungen, die werden am Sonntag ab 18 Uhr in der Sportschau im Ersten ausgelost. Die Spiele sind dann am 21. und 22. April.